Wen haben wir hier? Unseren kleinen Drückeberger. Fettqualle. Ich stand jetzt schon zweimal hin auf den scheiß Sportball, weil du nicht gekommen bist. Ich hatte so viel Stress gestern. Meine Frau ist krank geworden. Da musste ich mich kümmern. Oh. Ja, das ist natürlich was anderes. Das. Ja. Ja, aber pass auf. Dann machen wir das jetzt gleich heute. In der Stunde auf dem Sportplatz. Wir sind eh unterwegs. Das wäre doch perfekt. Hä? Und dann ist das endlich hier klar. Du verarschst mich doch schon wieder. Ich schwör's dir. Hundertprozentig. Ich bin da. Okay, Gisbert. In einer Stunde. Wehe, du bist nicht da. Wenn du diesmal nicht auftauchst, dann nimmst du Spritzi wirklich richtig ab. Ja, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Ja, und übrigens, man bezahlt ja erst, bevor man es aufreißt und frisst. Ja? Lass mich doch in Ruhe, Mann. Und wenn du Taschentücher suchst, hier stehen zwei Jünger weiter. Ich würde ein paar Packungen mitbringen. Würdest du dir vielleicht holen? Scheiße. Am besten noch eine Jacke. Es könnte Sinn, dass du ein bisschen länger da liegst. Na ja. Verkehrskontrolle. Ist da noch der Mensch? Da haben Polizisten einen Wagen angehalten, in dem die Kinder auf einem Plastikstuhl und einem Werkzeugkoffer saßen.